Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Warcraft. Wir befinden uns immer noch im Classic-Bereich im Silberwald. Wir sind hier im Rückendeckung der Wart. Der Verlassene. Genau. Wir haben hier die Quest angenommen. Oh, da ist aber kurz Punkt, das Erz. Und auf was ich heute ein bisschen eingehen wollte, war. Blizzard hat ein Update gemacht. Das heißt, es gibt neue. Neue Sachen, die sie einimplementiert haben, wie zum Beispiel, dass egal wie groß dein Level ist, die Mobs sich mit dir anpassen. Das heißt jetzt, auch wenn ich jetzt Level 40 wäre, wären alle Mobs, wo hier außen rum sind, Level 40. Meistens immer plus minus ein Level, was ich persönlich relativ gut finde. Das gibt mir jetzt halt die Freiheit zu sagen, och, weißt du, heute habe ich keinen Bock auf Silberwald, ich gehe mal runter in Schlingdorntal oder ich gehe mal in Dungorograde oder ich gehe auf die andere Seite, hier, was ist denn der Männerbürste, hier Silithus. Das sind halt alles Gebiete eigentlich, wo für Großlevige sind, also sprich eigentlich hier, so, Feralas. Haustierstufe 1 bis 12 oder hier 35 bis 60. Die meisten Gebiete passen sich jetzt an. Ob es sich jetzt alle sind, weiß ich nicht. Es hat bloß drin gestanden, viele Gebiete wurden angepasst. Prinzipiell finde ich das eine gute Sache, weil jedes Gebiet, wo existiert oder wo man hat, jeder hat so seine Eigenheit. Jeder mag so sein eigenes Eckchen, sag ich mal. Ich bin halt mehr so der Untote-Spieler. Die habe ich früher immer gern gespielt. Klar, ich mag auch die Zwerge, haben ein schönes Startgebiet. Die Blutelfen finde ich eher ein bisschen, naja, reden wir nicht drüber. Das Startgebiet ist zwar so schön von der Optik her, aber die Wege sind mir echt zu weit. Früher, Gnome sind mit den Zwerge gestartet, war dann halt immer praktisch das Gleiche. Jetzt haben sie ihr eigenes, nicht haben ja ihre Gnome-Regan, glaube ich, ist es, wo sie starten. Menschen ist auch schönes Startgebiet, das ist nicht besonders groß und man ist sofort im Wald von Elvin? Ne, nicht Wald von Elvin. Jetzt muss ich auf der Karte gucken. Ach Gott, ich bin schon so lange raus. Menschen sind hier unten. Sturmwind. Und ja, Wald von Elvin. Ha, ich habe doch noch was gewusst. Ich bin begeistert. So, was ich noch gemacht habe, ich habe es jetzt mal ein bisschen mit meinem großen Krieger gespielt. Ja, das ist ein bisschen beschissen. Also, ich habe damit beschissen jetzt ein bisschen, weil ich bin jetzt einfach hingegangen und habe mir gesagt, oh komm, der Jäger macht so viel Spaß, ich kaufe dem noch ein paar Erbstücke. Die leveln mit, das ist das Schöne daran. Die passen sich der jeweiligen Stufe an, wo ich gerade habe. Das heißt, oh, wäre zu nah. Okay, machen wir dann gleich kaputt. Das heißt, dieses Account bezogen. Das bedeutet, wenn ich mir das einmal gekauft habe, egal mit welchem Charakter, auf irgendeinem Server, ob das jetzt Forgerliga, Rexa, Malfurion, Forgerliga, egal wo, hat jeder meiner Charaktere, wo ich dann neu anfange, hat dieses. Und das wächst mit einem. Die gehen jetzt nur bis Level 60, das bis Level 90. Das heißt praktisch hierzu habe ich einmal die Upgrade gekauft, das kann ich auch mal bei Gelegenheit zeigen, wenn wir wieder an der City sind. Hierzu einmal rechte Maustaste drauf, Gegenstand wird erstellt, zack, angelegt. Ich brauche mir nie wieder Gedanken, na, falscher Knopf, nie wieder Gedanken zu machen, dass ich meine Waffe holen muss, weil die levelt mit mir. So, was habe ich noch geholt? Ich habe mir zweimal Schmuckstücke geholt, weil die kriegt man auch relativ spät erst. Und es gibt einen guten Buff. So, beide angelegt. Wenn man jetzt hier guckt. Auf meiner Stufe Größe ist es Schmuck plus 4 Ausdauer. Wenn ich mir das jetzt hier angucke, geht drüber, macht er auch 4 Ausdauer. Wenn ich mit dem Große mache, werden halt natürlich utopische Zahlen drauf. Die Fähigkeit ist auch noch gut. Benutzt entfernt alle Bewegungseinschränkungen, Effekte sowie alle Effekte, die den Verlust der Kontrolle über euren Charakter verursachen. Das ist halt beim Krieger ist das richtig gut und bei der Untote haben das auch nochmal hier. Wo ist es da? Wille der Verlassenen. Das macht praktisch das Gleiche. Das können wir jetzt so nebeneinander legen. Dass wir immer dann 2 von den Cooldown haben. Das andere, angelegt, heilt euch um 2% eurer maximalen Gesundheit, wenn ihr ein Ziel tötet. Die Erfahrung und eure Ehre gewährt. Also sprich praktisch, wenn ein normaler Mob tötet, werde ich auch nicht mehr gleich 2% geheilt.
Ich glaube, dieser Wert wächst nett mit, wenn das größer wird. Ja, Spinni, kümmere dich drum. Aber es gibt halt einen guten Push für das Ganze. Was ihr auch machen könnt, was immer gut XP gibt. Geh weg. Was auch immer gut XP gibt, was ich empfehlen könnte, ist, einer Gilde beizutreten. Also am besten bei euren Freunden und so. Oder Leute, die ihr kennt. Klar, natürlich, ihr könnt auch in neuen Gilden reingehen, wo ihr keinen Mensch kennt. Ist halt immer am Anfang ein bisschen schwer und ja, wenn ihr nicht gerade so der, ich bin ein Neuer und ja, ich habe euch alle lieb, Mensch seid. Falscher Hügel. Dann habt ihr es schon am Anfang ein bisschen seltsam. Aber meistens sind alle Leute relativ nett und umgänglich. So, wo haben wir hier noch was? Nix. So, wo müssen wir hin? Hier können wir abgeben. Wir müssen zur Küste. Küste! Oh, Spinni. Spinni Level 15. Das holen wir uns doch nur, das Spinni. Spinni-Attacke. Finde ich meine schwarze Spinne schöner. Es gibt noch eine Spinne, die mir besser gefällt, aber ich weiß nicht, wo die genau ist. Also die ganz neuen Spinnen sehen auch nicht schlecht aus. Ich glaube, so eine werde ich mir definitiv mal holen. Aber die von Naxxramas war noch richtig schön, die Knochenspinne. Oh, die möchte ich haben, auch wenn sie 17 ist. Das macht mir aber nichts. Meine Donnerbüchse haut dich weg. Komm auf, Spinni. Oh, 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 oh. Au, au, au. Spinni, mach was. Oh, das sind mir zu viele. Ich vergesse immer, dass ich... Jäger bin und kein Krieger oder halt Nahkämpfer. Yes. So, die wurde auch gleich mitgelootet. Stoffschwimmwirre. Warum? Könnt ihr mich nicht leiden? Hier ist noch was, was man looten könnte. Klebriges Spinnenbein ist ein Kochrezept. Können wir gleich mal gucken. Wir müssen auch noch unbedingt dran denken, dass wir noch Archäologie, also hier bei Berufe, was noch immer gut ist, Angeln kann man mitnehmen, dann hat man dann halt immer ein bisschen Unterstützung fürs Essen, damit kann man sein Essen gut leveln. Archäologie kann auch manchmal Gegenstände droppen, wie Pets, Reittiere, Waffen können auch mal rauskommen. Erste Hilfe ist halt immer schön, wenn man selbst kein Heiler ist oder sich selbst heilen kann. Geh weg. Der ist halt übel, der ist Level 15 Elite, ich weiß nicht, ob ich den schaffen würde. Aufs Thema zurückzukommen, Heilung ist halt immer toll, wenn man keinen Heiler dabei hat oder sich selbst groß heilen kann. Verband reinklatschen, Tränke nehmen, alles top. Oh, das ist wieder eine. Komm, ich schmeiß mal ein bisschen Dynamit hin. Hat's getroffen? Ich hoffe es mal zumindest. Ja, okay, bring Spinnebein. Was haben wir noch? Was ist hier drüben? Verseuchtes Eichhörnchen. Ja, und damit kann man immer schön leveln. Pet wechsel? Mo. Mal was Neues. Ne, damit kann man sich halt immer. Und im Anfangsgebiet macht es halt auch nicht so wirklich Schwierigkeiten, das mitzuleveln. Klar, Angeln ist nicht jedermann seine Sache. Muss ich ganz ehrlich dazu sagen, es ist. Ich sitze mich hin und angel und irgendwann bin ich halt fertig. Ist nicht so wirklich der Hit, sage ich jetzt einfach mal. Also viele sagen, oh toll, super, muss ich haben, muss ich machen. Viel andere sagen, es ist stinkelangweilig, muss das sein. Aber ich muss dazu sagen, Angeln hat den Vorteil, man kriegt auch Pets, man kriegt, was war es noch gewesen? Ah, es gab damals die Schildkröte, konnten wir kriegen. Oh, neue. Mehrfachschuss. Feuert eine Geschosssalve ab, die euer aktuelles Ziel sowie alle Gegner innerhalb von 8 Metern trifft. Schrotflinte! Nochmal aufs Thema zurückzukommen. Wo war ich stehen geblieben? Ja, beim Angeln. Man kriegt ein Pet. Man kriegt
Reittier kann man kriegen. Also die Nahrungsmittel, Spielzeuge können auch sein, je nachdem, was für ein Gebiet mehr rumspringt. Ein bisschen ausscrolle, dass wir eine größere Übersicht haben. Aber wie gesagt, kommt immer drauf an, wo man ist. Hat sich der Wert von der Waffe verändert? Ich weiß, dass wir hier. Nein. Nein. Wir sind Level 16. Roar. Wir müssen noch ein bisschen Gold zusammensparen. Irgendwas mache ich hier falsch. Irgendwas mache ich falsch. Ich glaube, ich habe den Ork vergessen. Scheint so. Aber das ist ja sowieso erstmal nicht unsere Aufgabe. Oh, wir haben uns so ein bisschen verlaufen. Upsi. Dann gehen wir mal gerade wieder zurück. Das war mein Fehler. Ah, nein, so arisch verlaufen haben wir uns hier doch nicht. Was gibt's noch zu sagen? Also wie gesagt, jetzt will ich ja keine Panik verbreiten, aber die Level passen sich jetzt in jedem Gebiet bei euch an. Das kann also jetzt bedeuten, wenn ihr jetzt Level 6, also Level 100 seid, als einfaches Beispiel, und ihr kommt in die alte Welt, sind alle Mobs nur Level maximal 59 bis 60. Und dementsprechend halt wird das alles angepasst. Also nichts mehr mit einfach durchrennen und machen. Es hat alles Vor- und Nachteile. Also wie gesagt, ich sehe es halt als Vorteil. Ich kann mich jetzt als Kleiner irgendwo anders da aufhalten. Und wenn mir die Questreihe dort besser gefällt. Mamo Kesso Krach. Und wenn mir die Questreihe dort besser gefällt, kann ich natürlich die auch machen. Komm her, Hundi. Ja, was kann ich noch sagen? Da ist ja schon wieder drin. Die brauchen wir. Ja. Viele Ems. Zu viele Ems heute. Ne, ich bin noch nicht so richtig bei mir. Ich hatte Nachtschicht gehabt und gleich nur Nachtschicht aufnehmen ist nicht so prickelnd. Aber das kriegen wir schon noch hin. Achso. Was ich noch sagen möchte, ich möchte mich bei allen bedanken, die mich abonniert haben. Auch unsere Neuzugänge bedanke ich mich recht herzlich. Ha. Auch wenn er mich weiterteilt oder weiterempfiehlt, ich finde das super. Bedanke ich mich viel, viel mal bei euch. Macht weiter so. Ihr könnt mir auch gerne unten ein paar Fragen reinschreiben. Ich versuche die wirklich dann, also so gut wie ich kann, zu beantworten. Wenn ich mal was Falsches sage, scheut euch nicht drum. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich bin auch nicht unfehlbar. Es gibt auch mal Sachen, wo ich nicht weiß. Oder wo ich mir schwer tue. Zum Beispiel tue ich mir sehr schwer beim Umgestalten. Oder wie heißt das nochmal? Transmodifizieren. Sprich praktisch Werte verändern. Da tue ich mir immer sehr schwer damit. Klar, Questreihe, wo startet die Questreihe, wie funktioniert die, wenn ich die machen kann oder wenn ich es noch nicht gemacht habe, erkläre ich das halt auch gerne. Oh, die Kopfbuch kann ich mitnehmen. Cool. Cool, wir haben jetzt auch noch XP. Herzlichen Glückwunsch. Ich kann eine Truhe öffnen. Zack, 5000 IP. Ich habe sie glorreich geöffnet. Ne, Spaß beiseite. Also ich finde es schon gut gemacht. Erstmal als kleiner Tschusch. In diesem Sinne Hallo Fu-Nudel. Ja. Wobei ich stehe geblieben. Ich finde es halt relativ gut gemacht. Da können auch Leute, wo es sich halt von null auf hoch machen wollen, geht es wesentlich schneller. Die müssen sich dann jetzt so gut wählen. Also das hat schon was. Demnächst werde ich auch noch auf verschiedene andere Sachen eingehen, also wie zum Beispiel Auktionshaus. Im Moment geht Auktionshaus recht gut, weil viele sich durch die Erweiterung auch in Level 100 Charakter erstellen und dann halt sagen, oh scheiße, ich muss die Berufe noch mit hochbringen. Dann kaufe ich halt Low-Level-Kram. Also das geht auch immer relativ gut. Klar, also nicht sage, oh klasse, jetzt habe ich so viel Low-Level-Kram, das bringt mir nichts mehr. Nee, haut's auf die Bank, irgendein Großer, der braucht den Kram bestimmt. Oh, Schuhe.
Kann schon Kette anziehen. Okay. Der braucht es bestimmt. Und dann kauft ihr das auch fast zu jedem Preis. Also, so ist es dann nicht. So, was brauchen wir hier noch? Mal kurz drüber. Ja, ich kann die Kisten nicht bergen, weil mir der eine Typ fehlt anscheinend. Das ist doch doof. Kacke. Scheibe. Naja, gucken wir mal, was haben wir hier noch? Eine Ratte, die haben wir schon, die brauchen wir nicht. Wenn ihr gerne mehr Pet Battle sehen wollt, wie gesagt, schreibt es mir nur in die Kommentare. Ich mache das gerne, es gibt auch XP. Ich kann euch gerne mal zeigen, wie das dann aussieht, wenn man gegen andere Spieler spielt. Kann auch gut in die Hose gehen, sag ich mal. Weil so der beste Pet Battler bin ich, glaube ich, nicht. Aber ich kann mich gut halten. Also ich weiß, wo ich meine Tiere leveln kann. Und ich weiß, was ich zu machen habe, um was zu bekämpfen. So. Da ist er doch. Komm mit. Faules Gesocks. So, jetzt gehen wir erstmal wieder das Zeug holen. Oh, Fraktion Unterstadt hat schon 250 und Ogrima hat schon 500 verbessert. Das ist super. Weil, wie gesagt, Ruf ist wichtig. Umso höher unser Ruf ist, also wohlwollend ist schon richtig gut. Respektvoll und ehrfürchtig ist halt, glaube ich, das Letzte. Bei ehrfürchtig, man schaltet halt immer pro Stufe, wo man dann höher kommt, also von wohlwollend, respektvoll, ehrfürchtig, schaltet man neue Sachen frei, wie zum Beispiel Tiere, Gegenstände, Pets, Werkzeuge, bessere Preise. Also sowas war früher mit besseren Preise, wurde es günstiger. Man kriegt auch dann so Spezialsachen, also sprich praktisch Spezialtiere oder Waffen, Rüstungen. Also das stapelt sich dann alles so. Klar, umso höher der Ruf ist, umso besser ist es. Es ist wie überall. Da machen wir ein bisschen Bogen drum. Den Etin will ich nicht haben. Muss nicht sein. So, 3. Ja, gehen wir das rüber noch holen. Dich hätte ich gebraucht, als ich umgezogen bin. 3, 4 Kiste übereinander, ohne Probleme. Heiland, zack. Ja, okay, da wäre aber der Gang nicht runtergekommen. Der hätte so leichte Probleme gehabt, denke ich. Steht da einer? Nö, das hat mir so ausgesehen. Als Jäger bin ich ein bisschen feige. Da hätte man den ganzen Umzug machen können. Der wäre dann nur 4-mal gelaufen und wäre der ganze Kram weg gewesen. Naja. Dann gehen wir das jetzt noch abgeben und somit hätten wir die Quest dann auch erfüllt. Wo ist es? Die Quest habe ich gelesen. Es gibt eine Quest, Selfie-Quest. Also für jeden Ingenieur. Baut die Sachen, stellt sie jetzt, aha. Ihr macht damit einen Haufen Kohle dann. So kämpft denn wohl. Oh. Ups. Ja, tut mir leid. Lokta. Mein Freund der Ork, den hat's zerlegt. So, geben wir das noch ab. Hoffentlich ist das wichtig. Denk dran. Geduld so. Und Disziplin. Kette ziehen wir natürlich an. Das ist besser als das, was wir haben. Das kommt hier hinten hin. Was haben wir hier? Leder. Habe ich schon was an? Ja, Kette 15. Das lasse ich dann. Ringe bräuchten wir noch. Hemd, Wappenrock, Schultern, Hals und Kopf. Köpf. Hab ich keinen Kopf gekauft? Hab ich nicht. Hab ich wohl? Nein. Nö, hab ich nicht. Also dann würde es nämlich hier auftauchen. Wie gesagt, es macht irgendwann macht Sinn, wenn man ein großer Charakter hat und hat einen Haufen Kohle geholt. Dass man sagt, oh, hör mal zu, ich kaufe mir jetzt alle Erbstücke, falls ich mal wieder einen Charakter hochspielen möchte. Macht es in diesem Falle Sinn. Das kann weg, das auch. In diesem Falle Sinn. Stoff ist sowieso weg, das auch weg. Muss mal gucken. Benutzt lässt den höchst instabilen. Okay. Seid sicher. Ja.
Halt, das wollte ich da auch noch verkaufen, alles. Macht in dem Fall Sinn, weil die ganze Rüstungsklassen, das passt sich alles dem Träger praktisch an. Also es wächst auch mit pro Level, wo wir haben, wenn die Waffen auch besser. Klar, irgendwann, wenn man sagt, man ist Level 90 oder 100 oder 110, wenn man sie so weit aufrüsten möchte, geht es halt natürlich auch gut in die Kohle. Aber es lohnt sich halt. Man hat halt gleich schon am Anfang, wie jetzt hier, ich habe keine Schmuckstücke. Die Schmuckstücke werden jetzt, glaube ich, erst ab Level 20 aktuell. Genauso wie Ringe. Da nimmt man sich dann auch immer alles mit, was man kriegen kann. Und von dem abgesehen ist es dann halt das Bessere davon. Man hat gleich von Level 1 bis jetzt hat man dann ein Schmuckstück, das auch ein bisschen mitwächst. Man hat die Vorteile, man braucht sich nicht jedes Mal Gedanken zu machen, mit Waffe zu holen, Waffe kaufen, Waffe bauen. Man muss ja ins AHA rennen, viel Geld ausgeben, viel Rüstung. Oder halt die ganzen Materialien zusammenfarmen, quer durchs Land reisen und sagen, oh, ich brauche hier Leder, ich brauche da Erz, ich muss das holen, ich muss jenes holen. Also es fällt dann alles so ein bisschen weg. Man hat es ein bisschen einfacher und kann, kommt halt schneller voran. Ja, natürlich ist es halt nicht OP-Zeug, sag ich mal. Die Werte sind durchschnittlich in den Level angepasst. Oh, oh, muss ich den doch wirklich tot machen? Mal, vielleicht bringt das was. Ja, auf dem Schaffe stehen. Na komm. 4. Oh, das war's. Cool. Das Hühnchen hat mir getötet. Chicken Bomb. Chicken Bomb. So, wo haben wir die nächste Quest? Wieder zurück abgeben und dann. Ah, wir können noch da drüben in die Mine gehen. Es ist eine Mine. Dann gehen wir mal die Mine rüber. Na, bisschen weiter nach rechts, bitte. Auch hier werden wir gleich wieder sehen, dass die meisten Minen immer noch ein gleiches Layout aufgebaut ist. Es gibt, glaube ich, 3, maximal 4 Layouts. Ja, man muss Hühnchen nochmal raus. Geht das? Nö. Oh, hier oben haben wir Kupfer. Das holen wir uns natürlich gleich. Weil wir brauchen ja Kupfer. Lass mich hoch. Ich will doch nur da hoch. So, geht doch. Das werdet ihr gleich sehen, dass jedes Layout von der Mine fast immer gleich ist. Also wenn man einmal in jeder Mine einmal drin war, dann sieht man immer wieder die gleiche. Auch bei den meisten Höhlen ist das so. Klar, es gibt jetzt ein neues Layout noch. Bei Stufe 110, also bei den Legionen haben sie die jetzt eingeführt, das neue Layout. Wenn man aber hier da auch in einer Mine drin war, oder in einer Höhle besser gesagt, dann sehen auch alle Höhlen gleich aus. Also macht es auch keinen Unterschied. Es beugt auch gut vor, dass man sich nicht so verlaufen tut. Ah, jetzt brauchen wir die Schlüssel. Jetzt werden wir aber wahrscheinlich die Kokons öffnen müssen, um die Hüppe zu befreien. Keuschuss! Oh. Ah, ich dachte schon, jetzt ist aufgelöst. Wäre dann ein bisschen doof. Und nächstes. Ach, beide Krabbler. Ja, was wollte ich noch sagen? Ich bin mal gespannt, wie das Ganze sich noch weiterentwickelt. Auch auf die Frage hin bei Facebook, ob ich das durchziehe bis Level 100. Natürlich werde ich das durchziehen bis Level 100. Weil einfach aufgeben macht keinen Sinn. Außerdem möchte ich diesen Charakter auch mal auf 110 haben. Mal gucken, wie der sich das Spiel lässt. Ich habe so ziemlich viele Klassen schon gespielt. Und ja, meine Lieblingsklasse ist eigentlich so Krieger, Paladin und Hexenmeister. Bis jetzt. Dämonenjäger habe ich jetzt noch gar nicht gespielt, weil der mit der neuen Edition raus ist und mich bis auf die Quest rein und halt ein paar Dungeons noch nicht so mit auseinandergesetzt habe. Klar, früher hoch und runter spielen von Classic. Da hat man sich irgendwann schon hingesetzt, hat sich die Karte aufgemalt. Ja, von Level 1 bis 10 befinden wir uns da. Dann gehen wir hier in das Dungeon rein, holen uns noch nur 3 Level. Dann haben wir die Größe, viel dahin zu gehen. Dann rüber nach Schlingendorntal. Also da hat man das alles schon durchgeplant und kalkuliert. Das fällt ja so weit jetzt weg, sag ich mal.
durch die Levelanpassung von den Gebieten, ob sie das jetzt noch weitermachen oder verfeinern das Ganze, weiß ich nicht. Ist aber keine schlechte Idee, finde ich. Natürlich, die Community ist wieder zwiegespalten. Die eine sagen, ja, top, super, geil. Ich brauche jetzt nicht mehr Gedanken mehr zu machen. Ich kann einfach von A nach B durchrennen. Die andere Seite sagt, oh, schade, dann musst du nicht mehr durch die ganzen Questgebiete durchrennen. Oder du siehst nichts mehr von der Welt. Weil du kannst ja von jetzt auf gleich kannst du durchrennen. Und irgendwann bist du dann halt Level 110 als Beispiel. Das bleibt ja jedem selbst überlassen. Also ich muss ehrlich sagen, ich mit meinem großen Charakter gehe auch immer wieder gerne mal in die Low-Level-Gebiete. Oder halt versuchen, die Low-Level-Quests zu machen, weil mir die Questreihe gefällt. Früher gab es ja Questreihen, nur wenn du die gemacht hast, hast du dort einen Grimmelflitzer, wenn das jemand was sagt. Das ist so kleine Mini-Fliegedrache, sag ich mal, so Elfendrache. So kleine, als Fett bekomme. Und diese Quest war immer heiß begehrt. Und die Questreihe ist, ich glaube, die gibt es so nicht mehr. Die haben sie leider rausgenommen. Finde ich sehr schade. Mir hat die richtig gut gefallen. Fand ich auch schön. Man musste dann hingehen, sich bei Tauchen melden als erstes. Dann wurde mir dann hingeschickt. Dann waren dann hier Nachtelfen, ja. Die Nachtelfen dann haben dir den Auftrag gegeben. Bitte frei hier von den Plünderern, also den Jägern, waren dann halt auch viele Taucher, glaube ich, waren das. Oder halt Schrägstrich, ich sage jetzt aber mal böse. Böse Jäger, die mir dann halt töten sollte und halt die Käfig öffnen, dass sie alle wegkommen. Und wenn man das alles gemacht hat und genug befreit hatte, hat man dann als Questbelohnung so einen kleinen Käfig bekommen, der auch ja, so ausgesehen hat. Und dann hatte man... Oh, neue Quest. Nehmen wir natürlich, beenden wir. Okay, die große Mutterspinne töten. Das kriegen wir auch noch hin. Komm, das nehmen wir auch noch mit. Ja. Wenn man das dann soweit hatte, also die Quest beendet hatte, dann hat man eine Grimmelfitze gehabt. Und man hat den immer in der Tasche. Problem halt daran ist, früher gab es nicht so große Taschen. Die kamen erst mit... Burning Crusade? Ja, Brennerkreuz so, ja. Da kamen die dann erst größeren Taschen. Es gab schon größere Taschen, aber die waren meistens Raid oder der Schneiderer musste halt wirklich schon richtig gut in die Tasche greifen. Also hier seht, das gleiche Layer wie im Anfangsgebiet, wo wir waren. Wir können uns kaum verlaufen. Preis schießt einfach in die letzte Ecke und muss da die Mutterspinne töten. Ist kein Problem, dann raschen wir einfach durch und machen das schnell. Und da hinten in der Ecke müsste irgendwo sitzen jetzt. Na, wo ist er dann? Da läuft sie, glaube ich, schon, oder? Ne, Marlin. Dann gehen wir jetzt um die Ecke. Stimmt, da unten in der Senke ist er drin. Da ist er. Dann holen wir uns jetzt, das dürfte nicht das Problem sein. Was drauf. Können alle mal gerne mitmachen. Spinne-Design hat sich auch super verbessert, finde ich. Spinni? Spinni. Zack. So, somit hätte man die Quest auch erledigt. Wir wissen, wir können hier neben hoch und die Abkürzung nehmen wir hier raus. Ah, dann nehmen wir noch gleich ein Spinni wieder mit. Juhu. Ist schon mal Gang in the Hood. Yeah, Gang in the Hood. Was haben wir hier drin? Nüscht. Wo ist noch eine? Ah. Okay. Die hat uns von unten gesehen. Ist auch kein Thema. Dann gehen wir mal Richtung raus. Geradeaus durch. Auch hier, was auch vielleicht interessant ist, beim Jäger, ich hätte mich entscheiden können natürlich für Waffe, entweder Bogen oder Schießgewehr. Oder Gewehr an sich. Ich sag mal so, ich wollte lieber das Gewehr haben. Ich selbst bin Bogenschütze. Also ich schieße gerne mit meinem Bogen. Ich schieße auch Mittelalterbögen, Langbogen. Mir macht es richtig Spaß. Aber ich finde es halt viel stylischer, sag ich mal, wenn jetzt ein Untoter mit riesen Blechbüchse da rumrennt. Also sprich praktisch Donnerbüchse. Klar, irgendwann wird sich das auch alles ändern. Wenn wir jetzt
wenn der 10 ist, dann guckt man halt. Ja, ich kann dir mal zeigen was kurz. Braucht ihr? Ja, Moment. Gibt es das schon? Vorlage? Nein, da kann ich mehr dran. Wo habe ich es gesehen? Da. Beute. Das ist das Beute, wo ihr im Endlevel bekommt, auf verschiedene Stände, also legendäre Gegenstände. Die können wir uns jetzt mal angucken, wie das... Na, kann man nicht andrücken? Nein. Oder? Doch, geht doch. So, da sehen wir mal, wie das aussieht. Ja, die glitschte. So würde das aussehen, wenn er jetzt alles auf legendär hätte. Ich persönlich sage, ja, kann man sich antun. Aber zum Glück kann man alles transmocken. Habe ich noch hier irgendwo? Ich glaube, das war hier drin. Also ich könnte jetzt theoretisch sagen, ja. Hier gibt es dann halt die verschiedenen Sets. Die könnt ihr euch dann angucken. Kriegt auch dann immer gesagt, wo, was, wann ihr das herbekommt. Es gibt viele schöne Sets, muss ich sagen. Es gibt aber auch Sets, wo ich sage, die sehen am Untoten ein bisschen käsig aus. Also das doch finde ich so hübsch. Das passt zum Untoten. Also das wäre immer so eine Sache. Kettenrüstung des Gladiators ist halt PvP. Season 1. Das gibt es dann halt auch noch in anderen Farben. Ja, so sind früher viele rumgelaufen. Klar, Pechwing Horde, Blackwing Lair und das T1 geschmolzener Kern. Kennt man alles von früher. So sind viele Jäger rumgelaufen. Aber es ist halt, wie gesagt, ist alles schön. Man muss halt seinen Geschmack treffen und man kann das alles... Oh, das ist noch Erz, das hätte ich nicht vergessen. Man muss halt hingehen und sagen, was... Na, was ist jetzt los? Meine Maus spinnt wirre. Man muss halt sagen, was man haben will. Und man kann alles transmucken. Also man kann sich auch individuell Rüstung zusammencraften. Sprich praktisch, ich habe die Rüstung ganz normal. Mir gefällt das Äußere nicht. Ich tue das einfach über den Händler die Gestalt verändern. Und somit habe ich dann halt die Rüstung oder das Aussehen, das ich für mich individuell gut finde. Ja, mit meinen Orc Brothers da rumheize, ist der Hammer. Fühle mich jetzt richtig stark. Leider müssen wir die jetzt gleich abgeben. So, dann gehen wir mal gleich abgeben das Ganze. Komm, die schnell mal noch mit. Attacke! Bam! Nehmen wir gleich mit. Dann haben wir wieder bisschen Kochmaterial, das wir brauchen. Damit wir dann unser Tierchen wieder füttern können. Wie gesagt, früher war das ja. Yeah, und noch eine Stufe ab. 17. Richtig geil. Früher war es ja wirklich so, dass man, wenn man seit hier nicht gefüttert hat, hat es dann irgendwann keinen Bock mehr. Oh, wir haben Burg Utgard freigeschaltet. Nice. Sehr schön. Geben wir das ab. So, wir haben jetzt gesehen, wir haben einen grünen Schein drumherum gekriegt, das heißt, wir haben Ruf verbessert. Wir sind jetzt bei Okrima, also sprich die Hauptstadt der Orks, die auf einem anderen Kontinent liegt, haben wir jetzt von neutral auf freundlich, also sie sind jetzt uns alle freundlich gesinnt. Neutral ist halt das Ding, da werden die alle gelb, da kann man die angreifen, da werden die ganz schnell ganz böse und hauen dann ganz, ganz schnell kaputt. Das ist sollte man aufpassen. Sieg für Sylvanas. So, was haben wir hier gekriegt? Das ist Kette, ziehen wir gleich an. So, ja, die ist schlechter als das, was wir haben. Essen, gut. Aber unsere Zeit ist leider wieder voll. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Abonnieren nicht vergessen. Teilt das Video bitte weiter, das hilft mir ungemein. Stellt mir Fragen in den Kommentaren. Glocke bitte nicht vergessen, dass ihr auch kein Video verpasst. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch und sage dann schon mal Tschüss.